Ahoi Kameraden und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Chunky Monkeys. Ich bin der Midway und wir spielen die neue Let's Play Reihe, die 2022-1 und fahren mit U48 ins Geschehen. Wir verlassen gerade das Hafenbecken. Die erste Feindfahrt ist schon quasi voll im Gange, in dem Augenblick, wo ich abgelegt habe. Ich wollte euch das bloß noch mal gönnen hier, wie wir hier rausfahren. Das sieht nämlich immer richtig geil aus eigentlich. Und jetzt ist die Frage, wieso werdet ihr langsamer? Ne, wieso haltet ihr denn jetzt hier... Ach, guck mal, das Wasser muss erst runtergehen mit den Schleusen. Das ist natürlich richtig geil gemacht. Und jetzt gibt der Pershing wieder Kette im Maschinenraum. Und wir fahren raus. Es ist schon... Es ist schon echt toll gemacht. So, ein bisschen ranzoomen. Machen wir nochmal ein schickes Foto von. Wenn wir hier so rausfahren. Das kann man immer mal verwerten. Ein Foto. Der Seite sieht es natürlich noch besser aus. Und dann geht es jetzt scharf. Da hinten fahren die ersten LKWs und wir machen einen Abflug. So, okay. Wir sind raus auf dem Hafen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf große Fahrt. Hauen mal ein bisschen Diesel durch die Schläuche. Pershing, hol mal alles raus, was gibt. Und schauen dann gleich mal auf die Kommandokarte. Wir sind natürlich jetzt noch hier. Wir sehen jetzt ja auch mittlerweile Wolken und so. Ist ganz toll. Und ich würde sagen, wir pesen mal Kurs auf diese Koordinaten Richtung unteres Planquadraten, wo es nun hingehen soll. So, dann beschleunigen wir das mal, damit es so langsam wird hier. Rohr 4 geladen. So, das läuft doch. Die Rohre sind auch schon durchgeladen. Und wir... fahren jetzt raus hier in aller Ruhe. Die ersten Kilometer machen wir, könnte man sagen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, wir könnten jetzt sogar noch Hardcore-Beschleunigung machen. Das werden wir jetzt auch mal machen. So. Wir fahren mal volle Pulle. Dass wir mal schnellstmöglich jetzt unsere Planquadraten erreichen, wo wir hinwollen. Weil sonst sind wir nächste Woche noch unterwegs. So. Jetzt mal gespannt. Ob sich da was getan hat mit den Dienstplänen. Ob die jetzt alleine... mal einmal austauschen. Bestätigt. Zack. Pershing, du kannst mal in die Ruhepause gehen. Bestätigt. Und wir schicken sehr Max an die Dieselmotoren. Und Simon, du kannst dich eigentlich auch mal hinlegen. Hier ist nicht viel los. So machen wir das. Dann haben alle mal so ein bisschen Pause. Und dann haben wir auch schon unseren Planquadraten erreicht. Wo wir hin sollen. So, neue Befehle haben wir auch schon gekriegt. Wir sind jetzt da. In unserem Planquadraten mitten in der Nordsee. Guck mal, das seht ihr jetzt. Das sieht jetzt wieder alles so klein aus mit dem Boot. Ich würde mal sagen, wir gehen mal runter auf langsame Fahrt. Herr Kaloy. Und Kapitän. Werden dann mal ganz kurz mit unserem Simon. Simpson, geh mal bitte an den Funk. Und dann werden wir gleich mal melden, dass wir unseren Planquadraten erreicht haben. Das wäre, denke ich mal, das Sinnvollste. Ups, falsch geklickt, Entschuldigung. Okay. Was ist jetzt? Bist du an Stort und Stelle? Okay, dann werden wir jetzt erstmal ans BDU senden, dass wir unser Operationsgebiet erreicht haben. Okay. Operationsgebiet erreicht. Okay. Dann werden wir jetzt unsere 2000 Kilometer erstmal hier abfahren. Auf diese Koordinaten. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Die Maschinen mal schön warm laufen lassen. Schneller. Wir gehen auf halbe Fahrt und dann werden wir gleich mal schauen, wie das hier läuft. Für mich wäre es vielleicht gleich nochmal entscheidend, Wassertiefe und so weiter unterm Arsch hier. Hier ist ja gar nichts an Wassertiefe. Hier ist ja gar nichts ist hier an Wassertiefe. Hier können wir nicht mal gucken, wie weit wir mit unserem Boot runterkommen. Mal so einen Belastungstest machen. Hier wäre vielleicht das möglich. Ich dachte nämlich, das werden wir nämlich auch nochmal machen. Wir werden mal einen Belastungstest machen mit dem Boot. Wie weit kommen wir runter? Aber
Erstmal abwarten. Wir sind gerade erst losgefahren. Wir sind gerade mal 18 Stunden auf See. Also wollen wir die Jungs jetzt mal nicht stressen. Ne? Wir haben unseren Planquadraten erreicht. Das ist erstmal das Wichtigste. So, okay. Wir checken mal die Lage im Boot. Ob das hier alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Oder ob hier irgendeiner wieder querschließt. So, zack, Mahlzeit. Okay, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Vielleicht sollte ich mit mir mal die Kursbestimmung schicken, weil wir haben ja so gesehen keinen Navigationsoffizier, weil wir erst nur 5 Offiziere haben. Maschinenraum ist natürlich wieder extrem laut. Mach mal die Tür zu. Aha, und Kulli ist am Kochen. Wer hätte es gedacht? Kulli ist am Kochen. Okay, dann werde ich mal mit Midway gleich in die Navigation gehen. Dass wir hier unseren Kurs nicht verlieren. Und dann mal schauen. So. Dass das hier alles läuft. So, wir haben nämlich nur noch 38% Kursbestimmung. Nachher wissen wir nämlich nicht mehr, wo wir sind. Ne? Das wäre fatal. Okay. Dann würde ich sagen, wir beschleunigen das alles mal. Oh, Nachricht. Eine Nachricht. Ein Funktelegramm. Neues Funktelegramm. Okay. Funktelegramm vom BDU. Herr Kaloy. Okay. Blub. Dann fangen wir die doch mal ab. Mit feindlichen Aktionen auf der Seite der polnischen Bündnispartner England und Frankreich ist nicht zu rechnen. Feindliche Handlungen gegen sie sind bis auf weiteren untersagt. Okay, wir sind quasi auf U-Boot-Mission, dürfen aber niemanden angreifen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, ne? Ja, toll. Okay, man kann leider nicht alles haben im Leben. Ist so. Dann bestätigen wir das mal. Also, wir wissen anscheinend, es wird hier nicht viel passieren während dieser Feindfahrt. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? So. Kapitän. Okay. Dann weiter geht's. 10 EP haben wir dafür gekriegt. Sehr geil. Und dann fahren wir jetzt mal gemütlich weiter. Und zwar Opa. Pass auf. Du gehst jetzt mal in die Ruhepause. Opa geht an die Kursbestimmung. Und du gehst bitte an die Seewache, dass wir das nochmal ein bisschen auspendeln. Und dann fahren wir mal hier unseren Kurs weiter ab. Ne? Wir fahren auf 24 Knoten und wenn wir jetzt gleich da oben sind, wissen wir weiter, was zu tun ist. Wer ist denn jetzt schon wieder müde? Aha. Marv hat's erwischt. Marv hat's erwischt. Dann schicken wir jetzt erstmal Pershing an die Dieselmotoren und Opa Hans könnten wir jetzt eigentlich auch in die Ruhepause schicken. Wir haben jetzt 100% Kurs. Das reicht uns erstmal hin. Ne? So, dass der sich vielleicht nochmal ein bisschen ausruht. So, ich sehe das gerade. Wir haben hier echt ein Problem mit dem Wachhalten der Leute. Deswegen werden wir mal kurz unseren Midway nehmen und werden uns erstmal mit dem 2 Tassen Kaffee einverleiben. Das muss ich halt alles noch ein bisschen einspielen jetzt erstmal. Aber das kriegen wir schon hin nach und nach. So, komm mal her. Geh mal ein Käffchen trinken, mein Freund, dass du fit wirst. So, zweimal Kaffee. Und dann könntest du eigentlich wieder nach oben gehen. Das machen wir jetzt auch gleich. Und wieder die Brückenaufsicht übernehmen. Ne? Schöner Spätsommerabend. 18 Uhr circa haben wir es gerade. Und wir sind immer noch schön unterwegs. So. Dann übernimmst du bitte wieder die Wache. Und behältst alles im Auge, dass hier jetzt nichts irgendwie in die Hose geht. Okay. Freunde, wir haben unseren Planquadraten erreicht. Wir werden hier noch ein bisschen patrouillieren jetzt erstmal schnell. Und mal gucken, ob sich hier noch irgendwas für uns ergibt. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Okay, jetzt merke ich gerade schon. Wir müssen wieder den nächsten Schichtwechsel durchziehen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. So. Melde mich zum Dienst. Oh, jetzt ist der Pershing gleich müde. Pass auf, Pershing. Dann geh mal in die Ruhepause. Die Maschinen laufen auch so. Dann kannst du dich nochmal ein bisschen ausruhen. Und dann schicken wir dann jetzt erstmal den Opa in die Ruhepause und Midway zur Beobachtung auf die Brücke. So. Oh, oh. Oh, was ist denn jetzt passiert?
neues Funktelegramm erhalten und auf einmal hat sich hier alles rot gefärbt. Ich glaube, das sieht nicht gut aus für uns. Das könnte Ärger geben. Okay, Freunde, anscheinend haben wir jetzt den richtigen Krieg ab. England hat uns anscheinend den Krieg erklärt. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.